Hallo alle miteinander, ich hätte hier nochmal hoppala ein Päckchen, dessen Inhalt natürlich, wie üblicherweise, ein Rätsel ist. Und dass es mir nicht leicht macht, es zu öffnen. Tatsächlich kann ich mich nicht an die Bestellung erinnern. Oder doch? Als erstes hätte ich eine Postkarte, Spring Love and You. Besitze ich, soweit ich weiß, noch nicht. Genau. 7.4. Das war lange, bevor ich die Bestellung aufgegeben habe. Und bedauerlicherweise habe ich mir laut Rechnung auch nochmal eine Lomo-Card in den Warenkorb gelegt, die aber nicht enthalten ist. Also, ja. Dafür hätte ich hier den Hauptgrund meiner Bestellung, und zwar das Mini-Print von Bleach. Bedauerlicherweise ist der Hauptcharakter, bei dem also unser lieber Toshiro, hinter Renji und Ichigo. Ich finde es auch ein bisschen interessant, wie man das jetzt hier gekürzt hat, beziehungsweise vom Schnitt her. Aber schwamm drüber. Ich freue mich unglaublich. Also das war tatsächlich das Mini-Print von den dreien, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Toshiro ist einfach mein liebster Charakter, direkt zu Beginn gewesen. Weiter geht es mit der eigentlichen Bestellung. Und zwar hätte ich hier Frau Faust Band 4 in der, um Gottes Willen, Special Edition, Limited Edition, schlagt mich tot. Limited Edition. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und den Manga habe ich unglaublich lange vernachlässigt. Ich glaube, ich habe ihn nur ganz kurz per Zufall im, ja, Shop gesehen und dann Kurzschlussreaktion ihn spontan gekauft. Also typisch ich. Bin aber ganz glücklich, weil der Manga hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen und ist dann, ja, neben Black Clover und Fire Force einfach total untergegangen, genauso wie No Guns Live. Dann geht es weiter mit Kamo, Pakt mit der Geisterwelt Band 2. Ich glaube, den gibt's nur, ja, Lesen und ich sind heute keine Freunde, nur in der ersten Auflage mit vier coolen Sammelkarten. Also tatsächlich habe ich gar nicht mehr damit gerechnet. Der Manga ist vor einer ganzen Weile rausgekommen und ich habe nur den ersten Band damals gekauft. Keine weiteren. Ich meine, er ist mit vier Bänden abgeschlossen. Klingt eher wie eine Frage. Muss ich später mal nachsehen. Das Schlusslicht bildet Yona, Prinzessin der Morgendämmerung, Band 28. Wie angekündigt, habe ich noch den einen oder anderen Manga bestellt. Tatsächlich immer hier hinten die kurzen Ausschnitte. Die hätte ich mir so gerne dann nochmal hier vorne als komplette Farbseite angesehen. Aber ehrlich, das Cover ist schön genug und ich liebe hier die Szenen. Also da bin ich ganz, ganz glücklich drüber, weil, wie gesagt, ich mich online immer spoiler und dementsprechend, ja, freue ich mich dann die Bände im Deutschen zu haben, besonders dann nochmal im Regal stehen zu haben. Hier spitzt sich ja die Lage zu und ach, ich mag einfach Yona unglaublich gerne, kann jedem auch wärmstens den Anime empfehlen. Auf jeden Fall war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch trotzdessen gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.